Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Riders Zero Gravity hier bei Crash4Defic89. Nachdem wir im letzten Part die Hero Story Missionen abgeschlossen haben, wird es nun Zeit für die Missionen der Babylon Story. Und ich könnte durchaus davon ausgehen, dass sie um einiges schwieriger sein werden, da ja die Strecken allgemein von der Babylon Story auch etwas mehr Herausforderungen bieten als die von der Hero Story. So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt eigentlich hier sind. Ah, hier sind wir richtig, Gigan Device. Das ist die erste Strecke. Fangen wir auch gleich wieder an mit der ersten Mission. 1 Minute und 17 Sekunden müssen wir das Ziel erreichen. Und schon wieder ist Eggman als Moderator am Start. Mal sehen, wie schnell die Supermechanerin Wave wirklich ist. Ja, Moderator, ich weiß nicht, wie ich Eggman hier bezeichnen soll. Das war ja so im ersten Teil zum Beispiel, da war ja noch Wave und Storm die ganzen Missionen verteilt. Vielleicht sollte ich Eggman als Mission Verteiler bezeichnen. Oder wie auch immer. Ist egal. So, müssen wir jetzt nur versuchen, hier durchzukommen. Ich glaube, bei der Kurve hätte ich da wieder den Gravitationsdrift verwenden müssen. Was soll's? So, aber hier gilt es auch wieder, die Abkürzung zu erreichen. Die ist dafür auch breit genug, dass man da ohne Probleme hochkommt. Ganz anders als bei, den Namen der Strecke leider Gottes vergessen. Ihr wisst schon auf jeden Fall, was ich meine. Jedenfalls die Gegenpart, die Hero-Version von der finalen Strecke aus dem Story-Modus. Oh, Rekorde getroffen. Ein Wunder, dass sie als Supermechanik bekannt ist, aber ich bin schlimmer. Okay, das wäre geschafft. Haben wir schon mal das erfolgreich hinter uns. Und ja, da geht's mit Mission 2. Erreicht das Ziel mit mindestens 100 Ringen. Kraft allein reicht nicht aus, um einen Weg durch das Ruinenlabyrinth zu finden. Ja, jetzt also mit Storm, hä? Alles klar. Muss ich nur gucken, wo die ganzen Ringe jetzt eigentlich genau verteilt sind. Achso, da oben sind auch noch welche. Heilige Scheiße. Wow. Von dem Weg wusste ich bisher noch nichts. Ich glaube, das ist so eine Art Abkürzung, bei der wir gleich gestartet sind. Oder was weiß ich. Nimm hoch da, komm. So, passt. Das wäre geschafft. Also so richtig ordentlich werde ich das jetzt, also so richtig ordentlich kann ich das jetzt noch nicht wirklich betrachten. Naja, aber hier ist schon wieder so ein Weg, wo ein Haufen Ringe dazwischen zu holen ist. Naja, aber jetzt habe ich es noch nicht mal auf Super geschafft bisher. Ich sollte mit auf zur Mitte. Da gibt es nämlich noch Ringe zu holen. Naja. Ich glaube, wir haben das Ziel erreicht und mir fehlen allein noch zu viele Ringe. Oh, Moment. Nein. Ich dachte, ich könnte es auch auf Extrem schaffen. Fertig ist. Übel, aber übertrumpfen kannst du mit meiner Lage nicht. Habe ich auch nicht nötig. Ich will einfach nur die Mission erfüllen. Mehr auch nicht. Schade, 211 Ringe hatte ich. Aber ich habe mich da zahlweise auch ein bisschen blöd angestellt. Na gut. Zählt euch Ausführungen von Atemraumtricks minus 21 Punkte. Komm schon, Wave, mach einen perfekten Dreh, damit ich ihn stibitzen kann. Alter, diese alte Schlawine. Alte Schlawiner. Na schön. Zeigen wir dir mal ein paar
Dann zeigen wir dir mal Tricks, die du niemals vergessen wirst. Oh yeah. Perfekter Start. Das war ordentlich. Also, darf ich jetzt noch nicht, darf ich jetzt nur keine einzige wichtige Rampe übersehen? Oh, zählt trotzdem noch, oder? Ich dachte, mitten in der Luft zählt das nicht, wenn ich da diese Gravitationsaktion einsetze. Ja, passt schon. So, jetzt gucken wir mal hier auf Timing. Okay, das wäre schon mal geschafft. Dazwischen kommen jetzt noch so einige Rampen. Vor dem Ziel, da zum Beispiel. Wird auch noch angezeigt. Wow, und wir haben sogar... Haha, Wahnsinn. Hätte ich gar nicht erwartet, dass wir jetzt es auf Extrem schaffen, auf Extremrang schaffen würden. Sogar meinen Rekord übertroffen. Es ist so, als könnte ich es fliegen. Solche Tricks habe ich ja noch nie gesehen. Nice. Fliegen, ja. Fliegen, Vogel, kapiert. Ja, das war der schlechteste Witz, den jemand, jeden Mensch hören konnte, hören dürfte. Okay. Okay, wieder eine Grinding-Mission. Die mag ich doch. Hier nicht beim Grinden beobachten, um zu sehen, ob sich dein Ruf bewahrheitet. Wir steuern ja jetzt hauptsächlich die Babylon Roost. Ich habe das Gefühl, als zusätzlichen Charakter, ich weiß nicht, ob sie da als Filler dient an der Stelle, wenn wir hier auch mit Cream einige der Missionen bestreiten. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht, ob das jetzt nur für die Missionen vom ersten Teil die Mission vom ersten Teil galt. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, sei es drum. Jetzt versuchen wir mal hier zu zeigen. Oh Mann! Dass wir es beim Grinden drauf haben, aber nee. Eigentlich hätte ich noch jetzt den Sprungknopf gedrückt, aber irgendwie nimmt das den Befehl eine halbe Sekunde zu spät auf, oder kommt mir das nur so vor? Das liegt nicht daran, weil ich jetzt auf den Aufnahmebildschirm gucke, weil der hat immer ein halbes Sekunden Delay zwischen dem Fernseher und dem PC. Also den Aufnahmebildschirm auf dem PC. Und vom Aufnahmeprogramm meiner Capture Card. So, aber jetzt muss es doch mit dem Sprung passen. Genau so wollte ich das doch sehen. Das war daran so schwer. So. Doch ganz einfach. War bloß das Problem. Wow. Okay, das war aber schon ein bisschen knapp. Trotzdem nicht wirklich ein sonderlich großes Problem. Du bist sogar noch besser als dein Ruf. Ich schäme mich, dass ich an dir gezweifelt habe. Haha. Ja, das siehst du mal, Eggy. Gut. Was haben wir hier? Hole in einer Runde auf der Strecke 500 Punkte durch Gravitationsimmersion. Ah, kommt wieder die Scheiße. Ich muss weiß Gravitationsimmersion beobachten, um meinen Roboter weiterzuentwickeln. Also hier auf Extrem zu schaffen, ist schon ein bisschen schwierig. Da muss ich mir genau überlegen, wo ich das jetzt am besten einsetzen sollte. Also hier am Anfang ist vielleicht... Wäre es vielleicht doch ganz in Ordnung, glaube ich zumindest. Und ja, vor allem, weil ich auch hier fliegen sollte. Ah, hoch da. Also bekomme ich wieder Gravitationspunkte zurück. Nur wo sollte ich das am besten noch einsetzen? Ich probiere es hier mal. Na, so, und jetzt... Ja, jetzt hier kann ich es auch wieder ausprobieren. So, hier gibt es leider keine Punkte, wo man einen Kometenschub... Doch, hier!
Diese Dinger muss... Was? Ich dachte, bei den Dingern kann man kommen. Ich dachte, diese Kugeln da werden mitgerissen und kann man für Kometenschübe nutzen. Was zum Teufel? Hä? Was check ich da jetzt gerade nicht ganz? Nee, irgendwas habe ich da gerade jetzt nicht wirklich gecheckt. Nein, hoch, Mann! Ach, diese... Diese Rampe ist auch wirklich ein bisschen knapp hinter der Kurve aufgestellt. So. Jetzt ich abbiegen. Na, Allah. So würde ich das doch sehen. Yes. Das ist doch schon viel besser. So. Jetzt muss ich nur den perfekten Zeitpunkt finden. Für die Kavitationsimmersion, weil... Ich meine... Ey! Mann! Wave! Lass dich nicht von irgendwelchen Hindernissen aufhalten. Das ist echt komisch. Das sah so erst danach aus, als könnte man hier... Kavitationsimmersion perfekt nutzen. Vielleicht geht das auch nur hier? Ja! Hier sollte man es einsetzen. Da kann man Kometenschübe im Überfluss einsetzen. Okay. Oh, ich habe sogar extrem. Ich glaub's nicht, yay. Ja, unglaublich gut. Und ich kann so umgehen, mein Roboter sieht noch lange so gut. Ha, perfekt. Gut, dass ich die Stelle für die Kometenschübe gefunden habe. Ist ausgerechnet die Stelle, wo man zusätzlich Stunts betreiben kann. Ist mit drei Robotern auf und belege mindestens den dritten Platz. Okay, wieder ein Rennen. Du wirst sehen, was meine Roboter wirklich drauf haben, Chat. Den mache ich alle platt. Da kannst du drauf wetten. So. Ja, wenn auch schon der Start perfekt abläuft, dann... Kann es auch unmöglich schief gehen, aber ich sollte wieder mal nicht so voreilig, nicht zu sehr voreilige Schlüsse ziehen. Das würde ich dann nur bitter bereuen am Ende. Also dann wird, weil das würde dann bestimmt bitter bestraft werden. Und darauf habe ich natürlich keinen Bock. Was, ich bin Zweiter? Oh oh. Toll. Shit, da habe ich mich wohl doch zu sehr aufhalten lassen. Er ist jetzt genau... er geht genau den gleichen Weg wie ich. Das ist shit. Das ist scheiße. Ich muss den Kometenschub dann... Na, das setzt es auch ein, oder was? Und ich komm... Ich kann keinen Kometenschub einsetzen, nein! Ach. Toll. Meine Fresse. Das ging ja am Anfang wieder schief. Also das ging ja wieder direkt schief. Ich hab's ja gesagt. Ich dürfte da keine vorherigen Schlüsse ziehen. Und ja, dadurch wurde ich jetzt bitte bestraft. Komischerweise hat das hier jetzt perfekt gezählt, obwohl ich gar nicht so richtig am Rande da richtig am Rande abgesprungen bin. Ja. Ist egal. Das passt schon. Dann zählt das halt als perfekt getimt. Was soll's? Das Einzige, was ich jetzt nur schaffen muss, ist diesen einen Roboter-Fuzzi zu überholen. So. Come on. Jawohl. Das war ziemlich gut. So, geschafft. Ich habe Vorsprung aufgebaut. Ja. Die Gravitationsimmersion hat das wieder. Die Gravitationsimmersion hat es wieder ausgeglichen. Aber da kam. An die da ran, da stimmt was nicht. Und ich hätte auch beinahe meinen Rekord übertroffen.
Also ich habe ungefähr dieselbe Zeit benötigt wie jetzt gerade. Oder wie vorher besser gesagt. Zerstöre mit Hilfe der Gravitationssteuerung mindestens 5 Ziele. Gravitationssteuerung ist aber dieses Mal wirklich der Drift. Mit dieser Ziele, wenn du sie in dieser Runde überhaupt finden kannst. Ja, wart's ab, Eggy. Ah, mit Storm. Alles klar, jetzt testen wir mal aus, ob es jetzt wirklich mit der Gravitationssteuerung ist, die ich gerade im Kopf habe. Nein? Oder bin ich da... Moment. Moment mal. Achso, ich bin nicht dran gekommen. Gut, dann weiß ich es jetzt. So. Au, oh, fuck. Das ist aber wirklich gemein platziert. Da muss ich perfekt timen. Das ist natürlich jetzt kacke. Alter. So, come on. Nein! Also ich will wirklich jetzt schon versuchen, alle mitzunehmen. Oder muss ich überhaupt alle, um es überhaupt dann auf Exzellent zu schaffen? Ich meine, ich will natürlich jetzt nicht extra exzellent unbedingt, aber ich möchte schon mein Bestmögliches geben hier. Ah, das ist echt nicht leicht. Wie soll man den erwischen? Sollen wir dieses Ziel da erwischen? Wann muss man da Gravitationssteuerung einsetzen, um das hinzubekommen? Oh, so ungefähr. Also jetzt ungefähr. Na, passt. Das ist jetzt auch mal geschafft. So. Da ist das nächste Ziel. Und tschüss. Die nächsten Ziele müssen sich da oben befinden. Hoffentlich. Ja. Oh, nee. Schon wieder so ein... Ach, Mann. Die sind echt scheiße. An dieser Stelle sind sie einfach nur kacke platziert. Meine Fresse, ey. Egal. Jetzt hat kein Exzellent. Mann! Storm! Jetzt hätte ich darauf geachtet, dass ich hier. Ach, was soll's. Wow. Das könnte durchaus heftig werden. Nein, ich habe nicht mehr recht. Ist egal. Ich habe so ohne nicht mehr auf Exzellent. Boah, das ist schwierig. Was? Ich habe wirklich mal geschafft? Und Exzellent extrem. Oh Mann. Das wird jetzt zerstört, aber hier und da sind noch welche übrig. Das ist mir egal. Du hast keine Vorstellung davon, wie das mir gerade total schnuppe ist, Eggman. Immerhin. Also gut. Hätte man das jetzt auch schon geschafft, dann geht's jetzt weiter mit Nightside Rush. War es wirklich Nightside Rush? War das die zweite Stage? Nein, oder? Ich glaube, das war das neue Kingdom, hä? Doch. Nightside Rush. Okay, dann geht's weiter mit der Babylon-Version von Megalo Station. Finde die schnellste Strecke, um das Ziel nach. Ja, wieder gegen die Zeit halt. Also. Einfach nur so schnell wie möglich durch eine Runde schaffen. Wollen wir noch mal sehen, wie schnell der Abführer der Babylon Rouge wirklich ist. Ja? Zeig mal, was wir können. Na, ja, schon mal perfekter Countdown. Moment mal. Da sind wir auch wirklich viel mehr wie... Das ist aber jetzt... Achso, ich dachte schon. Weil...
Das sah für mich jetzt auf den ersten Blick wie Megalo Station aus. Also komplett, meine ich. Die Original Megalo Station Strecke, der Anfang. Hab mich getäuscht. Kann man da hochkommen? Zuerst danach. Sieht schon beinahe danach aus. Ernsthaft, das sah wirklich danach aus, als könnte man da hoch. Ach, wir wollen es jetzt nicht mehr ausprobieren. Ja, bisher halten wir uns ganz gut bei der Strecke und das soll auch so bleiben. Oh, vielleicht hätte ich dazwischen wieder Kometenschübe einsetzen müssen. Naja. Wann ich hätte die Kometenschübe einsetzen sollen, ist mäßig bekannt gewesen. Wow. Für den Extremraum musste ich unter einer Minute das Ziel erreichen. Ist ja aber als Legende zu beteiligen, wäre doch ein wenig übertrieben. Ach. Das ist doch völlig wurscht. Hauptsache, wir haben es geschafft. So. Mit mindestens 120 Ringen, auch da habe ich es auf Extremes geschafft. Und Höchstpunkt 2 waren das wirklich 166 Ringe. Wow. Mal sehen, ob ich das übertreffen kann. Hier sehe ich auch erst den Rekord. Das merke ich erst jetzt, meine Fresse. In diesem Wetter werde ich sehen, ob Wave so mit rutschigen, nassen Strecken fertig wird. Das kapiere ich auch wirklich nicht, warum es da rutschen kann, weil das Board, also das Extreme Gear schwebt doch in der Luft. Da kann es doch gar nicht rutschen. Ja. Ich habe das nie wirklich ganz verstanden da. Aber was soll's. So. Da hochkommen und... Was? Was war denn da oben, bitteschön? Wie viele Ringe haben da drin gesteckt? Weißt du, ob Ringe drin waren? So, das versuche ich jetzt herauszufinden. Ohne Scheiß. Das will ich jetzt wissen. Was? Ach. Muss das besser timen? Um höher springen zu können. Das muss ich mir mal angucken. Was da drin? Was ist da drin? Warum? Um Himmels Willen zeigt es mir an, dass ich da hinspringen muss. Wow, tatsächlich, das sind ein paar Ringe. Nice. Ich dachte, die muss man es alle auf der Strecke sammeln, aber jetzt anscheinend bekommt man sie noch in extra für ein extra Kästen zusätzlich spendiert. Okay, also hier sehe ich jetzt die Ringe nur, kann ich die Ringe nur schwer erkennen, beziehungsweise auf der Stelle waren überhaupt keine vorhanden. Ach, je. Mann, ist das schwierig, in der Mitte zu bleiben. Ich versuche mal wirklich, möglichst alle Ringe zu erwischen. Vielleicht schaffe ich es noch. Naja, mir fehlen noch zu viele Ringe und ich glaube, das Ziel ist in greifbarer Nähe. Ne, und ich bekomme dazwischen keine mehr. Okay, Rekord nicht übertroffen. Noch nicht mal auf den Höhen rangekommen. Wenn jetzt einmal klappt, der ist ja, aber der Gear kam mit dem ganz redig zurecht. Der schwebt doch! Ich meine, ich kapiere auch nicht, warum man damit runterfallen kann, obwohl das Ding doch schwebt. Ja, Tails hat zwar erklärt, aber ich bin da auch genauso wie Narcos Licht damit mitgekommen. Mindestens 9 Punkte gerade mal. Das ist ja so, als kriegt, hat man gerade mal ein bis zwei Sprungmöglichkeiten. Du hast nur 4 Chancen, um Tricks auszuführen. Machst du also so ausgefallen wie nur möglich. Ach so, okay. Na denn. Ab geht das. Da habe ich das Timing komischerweise drauf. Ich habe gleich schon die Mission erfüllt. Muss ich nur darauf achten, wo noch die anderen Sprungrampen sind. Da war ja so eine. Genau die hier. Das war leider nicht so gut. So, hier muss ich auch nochmal gucken. Da war noch so eine Rampe. Genau hier. Hier wird es einen angezeigt. Oh.
Ganz gut. Okay, wenn ich noch einen Stunt, einen gewöhnlichen Stunt schaffe, dann... Ja, habe ich schon... Habe ich es auf Excellent abgeschlossen. Also auf... Extrem. Ich glaube, so hieß der Rang. Alter! Oder mir geht die Zeit aus und dann muss ich wieder von vorne anfangen, weil ich da runterfallen musste. Okay, geschafft. Jetzt nur noch ins Ziel kommen. Bevor die Zeit abläuft. Geschafft. Hör, ich hab sogar... Ich hab's echt mit auf Extrem geschafft. Du hast fast jede eine Chance ausgelassen. Ich behalte dich bei dir im Auge. Fast jede? Würde was anders sein, wenn ich ständig auf X-Rang die Stunts abgeschlossen hätte? Na egal. Gut, das waren wieder die ersten 10 Babylon-Missionen. Im nächsten Part geht's dann weiter mit der vierten Mission von Nightside Rush. Wie immer geht es, wenn es gefallen hat, das zu bestätigen mit einem Klick auf den Like-Button unter dem Video. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt. Klickt wieder rein. Euer Crush4Defic89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Riders Zero Gravity. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.